Der dritte Bruder bin ich und Dick war der Jüngste. Dick hasste Robert von Grund seiner Seele, aber er und ich waren die besten Freunde, bis es das Unglück wollte, dass wir beide dasselbe Mädchen liebten. Wir kämpften redlich zusammen, wie Brüder, um ihre Liebe und ich gewann den Preis. Meine arme Alice, sie war die beste Frau, die je einen Mann beglückt hat, aber sie starb nach der Geburt der Zwillinge. Um ihretwillen waren mir die beiden Kleinen doppelt ans Herz gewachsen. Dick konnte seine Enttäuschung nicht überwinden. Es kam zu keinem Zerwürfnis zwischen uns, dazu war er ein viel zu rechtschaffenes Gemüt, aber er gab sein gutes Maklergeschäft in Liverpool auf und ging nach Australien, wo er vor 3 Jahren gestorben ist. Er hatte sich auf die gewagtesten Spekulationen mit Grundstücken und Bauplätzen eingelassen, aber alles gelang ihm. Du kennst ja das Sprichwort: Unglück in der Liebe, Glück im Spiel. So wurde er ein reicher Mann. Wir blieben in regem Verkehr bis zuletzt. Alle 4 Wochen gab er mir Nachricht. Die Mädchen liebte er sehr, mehr im Andenken an Alice, glaube ich, als um meinetwillen. Alljährlich schickte er ihnen schöne Geschenke und bei seinem Tod hinterließ er ihnen sein gesamtes Vermögen, das sich fast auf 750.000 Pfund Sterling beläuft. Allen 3 zu gleichen Teilen? Ja, oder falls eine sterben sollte, den Überlebenden, nachdem sie ihr 18. Jahr erreicht hätten. Beck pfiff leise vor sich hin. Wie aber, wenn keine 18 Jahre alt würde? Fragte er nach einer Pause. Darüber enthält das Testament keine Bestimmungen. Meinem Bruder Dick ist wohl eine solche Möglichkeit nicht in den Sinn gekommen. Aber ich habe einen Rechtsgelehrten darüber befragt und den Bescheid erhalten, dass, falls meine 3 Töchter sterben, bevor sie das 18. Jahr erreicht haben, das Testament meines Bruders keinen Wert mehr hat und das ganze Vermögen, das in Häusern und Ländereien besteht, dem Dr. Coleman Woodruff zufällt, der gesetzliche Erbe des Verstorbenen ist.